willkommen auf der WEAX 2012 in München. Neben mir sitzt Christian Meder. Christian, könntest du dich kurz vorstellen, bitte? Sehr gern. Mein Name ist Christian Meder. Ich bin bei der Firma Innovex für den Bereich Technologie zuständig. Das heißt, ich kümmere mich darum, so was so spannende Technologien im Moment sind, was die nächsten sein könnten, welche vielleicht in Zukunft nicht mehr so spannend sein werden. Und das ist so mein tägliches Brot. Und du beschäftigst dich sehr viel mit Android. Heute Morgen hast du eine Session gehalten, Android in 2012. Jetzt mal ganz interessant zu fragen, welche Android-Geräte benutzt du eigentlich privat? Also ich privat benutze das Galaxy Nexus als Telefon, als Smartphone. Daneben eben das Nexus 7 inzwischen sehr stark, weil ich es auch in den vergangenen 2 Monaten sehr stark schätzen gelernt habe. Daneben noch eine ganze Menge, die ich mal zeitweise ausprobiere. So ein Transformer Prime eben auch als Tablet mal gehabt. Und wir daheim, auch die Familie hat einiges an Android-Geräten noch rumstehen. Apropos Nexus 7, das hast du ja für unsere Zeitschrift Mobile Technology getestet. Zu welchem Schluss bist du gekommen? Wie gefällt dir das Gerät? Also ich persönlich finde es sehr, sehr praktisch von der Größe her einfach. Vor dem Hintergrund, dass ich auch selbst sehr viel im öffentlichen Nahverkehr unterwegs bin und ein großes Tablet ist immer zu groß dafür. Und das Nexus 7 hat genau die Größe, wo man überall einfach damit zurechtkommt. Auch wenn man im Bus steht, kann man auch lesen. Smartphone ist auf die Dauer einfach zu klein, um irgendwie längere Sachen zu lesen. Das ist beim Nexus 7 ideal. Man sieht es ja auch daran, dass Apple jetzt auch ein Gerät rausgebracht hat in der gleichen Größenordnung. Wobei ich sagen muss, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ich hatte es persönlich noch in der Hand bei Apple, ist, dass es ein bisschen breiter ist. Also das Nexus 7 ist auch genau die Größe, wo man es noch wirklich wie ein Taschenbuch in die Hosentasche stecken kann. Das wird beim Apple iPad Mini schon ein bisschen grenzwertig, auch mit der Breite der Finger. Also ich persönlich bin sehr zufrieden damit. Ich benutze es fast ausschließlich unterwegs, auch in Meetings sehr oft dann als Notizblock und lieber als ein 10-Zoll-Tablet dafür auch. Du hältst das Release Jelly Bean 4.1 für einen sehr wichtigen Fortschritt für die Plattform. Kannst du erklären, warum? Also der wichtigste Fortschritt ist ganz sicher derjenige, der sich unter der Haube abgespielt hat. Also es gibt das sogenannte Project Butter dabei, was dafür sorgt inzwischen, dass die Oberfläche unter fast allen Umständen jetzt sehr, sehr flüssig läuft. Das war immer ein großer Kritikpunkt, gerade der Apple-Gemeinde an Android, dass es immer so kleine Ruckler gab, Aussetzer, was ja auch mit Java und Garbage Collection zu tun hat. Für die Nutzer ist es sicher so, dass die neue Form der Notifications sehr spannend sind, weil die Notifications jetzt eben Bilder enthalten können, direkt Aktionen auslösen können. Da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran, muss man auch sagen. In den vergangenen Monaten benutze ich die sehr regelmäßig wirklich als To-Do-Zettel, was ist passiert, wo muss ich jetzt zurückrufen direkt und arbeite aus den Notifications dann heraus. Also das ist für Benutzer ein sehr wichtiges Feature. Project Butter war aus dem Grunde wichtig, weil man einfach die Diskussion jetzt weg hat, warum läuft die Oberfläche nicht flüssig. Und es ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten. Also auch viele aus dem Apple-Lager, die ja das Nexus 7 getestet haben, dann auch sind sehr zufrieden damit und haben keinen Kritikpunkt an der Stelle mehr. Deswegen ist es für die Plattform insgesamt das wichtigere Feature an der Stelle sicher. Es ist noch eine Menge in den Apps passiert, außenrum um Jelly Bean, aber das sind ja eher Google-Apps, das ist nicht die Plattform per se, also Google Now und die Sachen sind dann natürlich auch sehr spannend. Also Project Butter ist natürlich für die Usability ein großer Bonus. Kannst du mal ganz kurz umreißen, was sich an Technik dahinter versteckt? Also bei Project Butter ist es einfach so, dass in der unterliegenden Infrastruktur eine ganze Menge getan wurde, um diese Flüssigkeit zu erreichen. Es wird jetzt sehr viel synchronisiert, alles auf den gleichen Takt des Bildschirms hin, also das sogenannte V-Sync. Es wird mehr gepuffert, also so, dass selbst wenn mal ein Verzögerungssystem da ist, noch ein zusätzlicher Zeitpuffer da ist, um Daten auszuliefern, so dass es eben flüssig erscheint, auch wenn man eben nochmal alte Daten ausliefert. Und ein wichtiger Punkt ist sicher auch noch, dass versucht wird vom Betriebssystem her vorherzusehen, wo denn das nächste Touch-Event auftritt, um dann rechtzeitig auch die CPU ein bisschen nach oben zu boosten, dann, um dann dieses Event schnell verarbeiten zu können. Das sind so die wichtigsten Themen. Also wen es genauer interessiert, auf der Google I.O. gab es einen sehr guten Talk von den Entwicklern der Plattform darüber. Da kann man sich das im Detail nochmal angucken. Was hältst du denn vom Projekt Ouya? Meinst du, Android hat langfristig eine Chance, im Gaming-Markt Fuß zu fassen? Also ich würde sagen, im Gaming-Markt an sich hat es schon Fuß gefasst. Es ist so, dass ich beobachte das immer ganz interessiert bei meinem 13-jährigen Sohn, weil das ist genau das Alter, wo eben gerade entschieden wird, was so die Gaming-Plattform für diese Altersgruppe ist. Sehr viel iPad Touch bisher, aber schauen jetzt auch interessiert eben auf, was mit Microsoft, mit Surface passiert. Gucken sich auch die Android-Geräte an und 7 Zoll ist natürlich besser als ein iPod Touch einfach fürs Spielen, weil man einfach mehr Bildschirmfläche hat.
Bei der Ouya wird es jetzt ganz spannend sein, vor dem Hintergrund, dass beim neuesten Jelly Bean Release ja dieses Miracast dabei ist, bei dem man quasi den Bildschirm spiegeln kann auf einen Empfänger, also zum Beispiel einen Fernseher. Das heißt, ich kann theoretisch dann meinen Nexus 7 auch direkt an den Fernseher ankoppeln. Da ist natürlich die Motivation für Ouya jetzt ein bisschen weniger da, weil ich brauche keine stationäre Box mehr. Muss man ein bisschen abwarten. Also sie haben 8,5 Millionen ja bekommen jetzt über Kickstarter, Ouya dort. Und ich selbst habe auch eine mir bestellt da. Ich bin gespannt dann im März nächsten Jahres, wie es sich anfühlt und ob sie so einen spezialisierten Store auch für Games aufbauen können. Also sind ja auch sehr stark involviert mit den Spieleherstellern, um zu schauen, wer, dass man die besser unterstützt von der Plattform her und mal gucken, wie stark das Früchte trägt am Ende des Tages. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich etabliert. Es wird ein bisschen Konkurrenz geben dazu, dass man einfach die normalen Geräte ankoppelt. Was sind für dich noch für spannende Features beim neuesten Release dabei, beim 4.2 Release? Also beim 4.2er Release ist es sicher so, dass das Spannendste ganz sicher Multi-User für Tablets ist. Also niemand weiß im Moment, warum es nur für Tablets ist, wird vermutet, es ist vielleicht ein Patentthema, dass Nokia ein Patent hat für Smartphones. Aber es ist auf jeden Fall das spannendste Thema nach allem, was man ja weiß, bedeutet, dass der Startscreen eben customized ist, alle Apps haben ihre eigenen Daten, dass sich das direkt einfach umschalten lässt. Also das ist sicher aus Benutzersicht das Spannendste. Daneben gibt es ja noch sowas wie Daydream, wo man jetzt auch so eine Art Widget-Konzept für den Lockscreen hat. Miracast hatte ich vorhin schon erwähnt. Das sind so die wichtigsten Sachen. Was noch ein bisschen aussteht aktuell, ist einfach aus Entwicklersicht. Also es gibt zu 4.2 noch keine Developer-News jetzt. Das Einzige, was man weiß, ist, dass die Developer-Options auf dem Telefon versteckt sind. Also früher konnte man einstellen, wo die genau sind. Inzwischen muss man jetzt 7-mal tippen, um überhaupt das Menü erst zu bekommen. Haben sie jetzt versteckt, damit niemand aus Versehen dort was tut. Das ist das Einzige, was man weiß. Man kennt jetzt noch keine neuen APIs. Ist auch noch nichts irgendwo dokumentiert. Ich hatte das jetzt gerade die letzten Tage noch mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Da ist noch nichts bekannt und da auch kaum jemand, der ein Telefon in der Hand hat oder irgendein Release mit 4.2, bauen sich ein paar Leute so das zusammen aus den verschiedenen Apps, die man eben jetzt schon zurückportieren kann. Aber es gibt keinen echten Release, wo man jetzt schon schauen könnte, was ist an Developer-Features wirklich drin. Wo gibt es allgemein noch Verbesserungsbedarf, Potenzial? Was erwartest du vom nächsten Release? Potenzial ist sicher in einem Bereich noch, was angefangen wurde mit dem Jelly Bean Release, der im Frühsommer war. Das war das Thema Audio. Dort hat man versucht, die Audio-Latenz schon auf unter 10 Millisekunden konstant zu drücken, mit dem Hintergrund, dass man erreichen möchte, dass die Szene, die Stand heute Audio-Video-Verarbeitung macht, also Echtzeit-Audio-Video-Verarbeitung, die das eigentlich ausschließlich mit Apple-Geräten tun, weil die eben diese konstante Latenz liefern, auch in Möglichkeiten zu bieten im Android-Umfeld. Sie hatten dort angefangen, sie haben auch gesagt, sie können das für bestimmte Geräte, aber eben nicht für die gesamte Plattform auf einem beliebigen Gerät. Da hoffe ich mir, dass sie das hinbekommen. Ansonsten ist es im Moment schwer vorherzusagen, was kommt. Also man hat es auch gesehen jetzt schon bei den beiden Jelly Bean Releases, dass Google selbst sich auch sehr stark inzwischen auf eine Verquickung von neuen Apps plus Plattform eben spezialisiert hat. Von daher erwarte ich eigentlich mehr, dass bei den Apps Sachen passieren und dass in der Plattform immer wieder noch Dinge hinzukommen. Aber schon jetzt werden einzelne Features gar nicht so benutzt, wie es möglich wäre. Also ein Beispiel ist, es gibt im neuesten Jelly Bean Release eben schon die Möglichkeit, Discovery zu machen für die Geräte, die um mich rum sind. Man könnte damit schon Konzepte fahren, Spiele beispielsweise, wo man sich Geräte gegenseitig erkennt. Ich habe aber noch niemanden gesehen oder auch keine App gesehen, die das ausnutzen. Also es gibt jetzt schon Features, die gar nicht benutzt werden. Von daher glaube ich, dass Google sich eher darauf konzentriert, diese UI-Guidelines voranzutreiben, inkrementell sicher noch Sachen zu erweitern, aber auch erstmal die Möglichkeiten in den eigenen Apps stärker auszunutzen. Aber man kann sich auch überraschen lassen an der Stelle, weil Multi-User, das hat man auch gedacht, kommt, aber das war dann doch nicht klar, dass es so schnell kommen würde. Das wäre sicher auch noch ein schickes Feature auf dem Smartphone, wenn das kommen würde. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche noch ein paar schöne Tage auf der VIAX und viel Spaß mit Android. Danke fürs Zuschauen.